Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir in Erlangenbrück zu Gast in der Bruno Gelateria und Zeit hat sich der Chef persönlich genommen, der Bruno Marini. Und bevor es natürlich in den Biergarten heute geht, dann wollen wir natürlich ein kühles Eis bei der Hitze essen. Und wo geht es besser als hier, beziehungsweise bei einem selbstgemachten italienischen Eis. Bruno, stell dich doch mal kurz vor. Wie lange bist du schon hier? Grüß Gott. Wunderschönen Laden. Ich bin hier seit 6 Jahren beim Bruno Gelateria. Und ich habe seit 35 Jahren bin Gastwirt und seitdem, dass ich jetzt mich hier umgestellt habe auf Eis, auf selbstgemachtes Eis im Bruck, ich belebte hier den Brucker und mit meinem selbstgemachten Eis, selbstgemachten Kuchen, Tiramisu, sowie Tortilla Nonna, Erdbeer-Tiramisu und wir haben auch erfrischende Getränke, alkoholfreies Getränke, so wie Bitter San Pellegrino oder zum Beispiel alkoholfreie Getränke wie Aperol Spritz, Hugo, alkoholfrei alles. Und wir haben auch alkoholfreies Sorbet mit Zitronen, alles selbst gemacht. Und meine Gäste besuchen mich oft hier in Bruck, auch durch meine schöne Terrasse. Die genießen, draußen zu sitzen, in Sonne oder in Schatten, wie auch immer. Und meine Gäste von früher besuchen mich auch gerne, weil die Atmosphäre bei uns ist ja mit familiärer Umgebung. Meine Tochter, meine 2 Töchter und meine Mitarbeiter bei uns hier in der Gelateria Bruno. Und die genießen mein selbstgemachtes Eis. Das ist alles selbstgemacht, den machst du alles selbst selber. Was ist denn da die Sorte? Geht das immer noch wie früher? Was ist denn da der Klassiker? Was wird der am meisten? Die klassische Sorte ist meine Panna Cotta Eis. Es ist mit Sahne und Waldbeeren. Und meine ausgemachte Zambaglione. Es ist mit geschlagener Eicreme. Super in Gläser, ist auch mit einer geschlagenen Eicreme und Schokostreusel. Und meine besondere Sorte ist Cassata Pugliese. Es ist mit Schoko, Panna, Sahne, Nuss und Vanille. Veganes Eis hast du auch? Wir haben veganes Eis. Und laktosenfrei Eis und Fruchteis, das sind alles Veganer. Meine Fruchteis ist Veganer und laktosenfrei und glutenfrei. Das ist auch manchmal wichtig. Meine Fruchteis sind alle glutenfrei, laktosenfrei und Veganer. Hast du auch schon mal verrückte Sorten gemacht, wie jetzt ein Biereis? Ja, ich habe schon mal verrückte Sorten gemacht mit Feige, ja. Selbstgemachtes Eis mit Feige und selbstgemachtes Eis mit Waldbeeren habe ich auch gehabt. Also Fruchteis auf jeden Fall glutenfrei, laktosenfrei. Vielleicht können wir ja dann noch überreden, aber vielleicht gibt es ja dann doch mal ein Erlanger Biereis mal zum Probieren. Gibt es auch Bier? Müssen wir mal probieren. Das muss ich mal probieren. Muss man mal probieren. Also ich bringe dir gerne das Bier vorbei, dann probieren wir das mal, dann bin ich auch gleich wieder da. So, das geben Sie noch. Dankeschön. Dann hätten wir es jetzt fast. Willst du noch mal was sagen hier? Als letzte Wort. Ich wollte mich noch bedanken, dass meine ganze Kunde auch kommen, mich besuchen von meiner frühen Trattoria. Es ist sehr schön. Und hier ist es sehr gemütlich, draußen zu sitzen bei uns in Bruck. Und wir haben auch eine gemütliche Terrasse. Genießen Sie das. Wir haben genügend Parkplätze zum Vorhang. Und alles Mitarbeiter sind alle freundlich und lieb. Und wir freuen uns auf euren Besuch. Dankeschön. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Dann war es das von mir auch und wieder. Alle, die wo nach dem Freibad sind, wirklich herzlich willkommen, weil wir sind länger da bis 21 Uhr. Genau. Auf jeden Fall nach dem Freibad können Sie ruhig noch kommen und ein Eisen genießen. Dankeschön. Und dann von mir auch das letzte Wort wieder. Denkt wieder dran, kauft doch wieder regional oder besucht eure regionalen Eishändler, Biergärten und so weiter, wie halt bekannt. Das war's dann schon. Wir machen selbstgemachte Coppa mit Tiramisu-Becher, Erdbeer-Becher, Amarena-Becher,
Stracciatella-Becher, Croquant-Becher. Sind alles selbst gemacht. Dankeschön. Ich danke dann auch und euch dann allen noch bleibt gesund. Dankeschön. Dankeschön.